Als nächstes müssen wir nochmal den Frosch besuchen und danach die Maskentypen, die wir K.O. geschlagen haben. Nach der langen Rast müssen die wieder aufwachen und dann sind die hoffentlich alle befreit von den Hexenzauber. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir eine lange Rast, weil die Leute ja alle blank sind, ne? Außer Haldir. Haldir hat echt viel überall. Alle Level 2 Zauber. Die Zauberwahl ist bei dem ein bisschen falsch. Vielleicht sollte ich da nochmal was anpassen. Bei ihr habe ich wirklich alles verbraten. Ihn habe ich auch ordentlich verbraten. Und bei ihr ist es halt die Geschichte mit dem... mit diesen Kampfrauschladungen. Zaubertricks. Ja, nee, ist eigentlich nur Haldir, der vielleicht noch ein bisschen andere Zauber gebrauchen könnte. Reden will keiner. Dann können wir die lange Rast verwenden. Und gute Nacht. Oh, passiert mal wieder was? Wer ist denn da? Karlach. Hey Soldier. You want to sleep, are you? I'm buzzing, honestly. I couldn't wait to talk to you. So, so. Isn't it mad? How good life is. Ich weiß, was ihr meint. Wenn ich euch erblicke, kann ich an... oh, nichts anderes denken. Wie romantisch. Euer Optimismus in allen Ehren, aber es ist wirklich so schön, dass es zu pessimistisch und geht. So kannst du schon knicken, also. Thank the gods. I was afraid I was the only one. 10 years is a long time to be trapped in the hells. 10 years without a kind word. A touch. When I look at you, I feel real again. Alive. Lol. Gods, I want to ride you till you see stars. Das wird aber ein heißer Ritt, du. Sie brennt wie die... wie cool. Dann lasse ich mich nicht lange bitten, nur zu. Ihr redet nicht lange um den heißen Brei rum? Karlach, ich mag euch, aber wir kennen uns kaum. Ach, Quark. Erst brauchen wir eine Lösung für das Problem mit der infernalen Maschine. Das ist tatsächlich so. Tut mir leid, aber oft nein. Wir versuchen mal... das ist wohl zu viel. Erstmal so ein bisschen... Guess not. Passiv. I just feel what I feel. No sense hiding it. Korrekt. Ach komm, dann ja, los geht's. Ugh, I'm sorry. I shouldn't tease you or myself. I'd give anything to touch you, but I can't. Not until I can be sure I won't burn you. Okay. Wie wär's denn nur mit einem Kuss? Ich kenne Magie, mit der ich euch euer Feuer vielleicht dämpfen könnte. Was denn? Mal sehen. Oder dann sollten wir vielleicht lieber Abstand... nee, Quatsch. Versuchen wir den Kuss. Oder vielleicht gibt es sogar noch mehr rauszuholen. Nein, wir... nein, ich versuche es mit dem Kuss. Okay. Guaranteed. Die Flammen werden schlimmer, wenn ihr erregt seid, richtig? Was, und wenn ich euch etwas abkühle, wie wäre es, wenn wir ganz schnell machen? Ein winziger Kuss, nicht mehr. Ach komm, wir versuchen es mit dem Kuss nochmal. We can try, but don't hurt those pretty lips of yours, alright? They feature heavily in my future plans. Sie innig küssen. Deine Leidenschaft ist heißer als ihre Flammen. Es ist zu heiß. Zurückzucken, oh mein Gott. Ich würde es lieber ein bisschen langsamer angehen. Also rein theoretisch müssen wir gar nichts machen. Sie küssen sich doch schon leidenschaftlich, oder? Ich meine, die ganze Zeit. Ich brauche ja gar nicht zurückgucken. Ich verbrenne ja gar nicht. Ist doch schön. Wir warten noch einen Augenblick. Vielleicht passiert ja was automatisch, wenn du zu lange wartest. So heiß kann es ja nicht sein, wenn es die ganze Zeit geht. Okay, ich würde sagen, wir... werden uns jetzt die Finger verbrennen. Sonst tut es ihr nachher zu leid. Also werden wir selbst schuld sein und uns die Finger verbrennen. Genau. Wait, no. Hey, das war heiß. Are you all right? Absolut, oder? Etwas versenkt, aber das war es mir wert. Nein, ihr hättet mir fast das Gesicht abgefackelt. Mir geht's gut. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ja, komm, wir könnten es doch nochmal versuchen. Es geht mir gut.
Es wird aber vielleicht zu much sein. Egal, wir versuchen es trotzdem. Also einmal die drei. You can't make me be the responsible one. I'll destroy us both. So, what do we do now? Wir können ein Buch lesen, lol. Reden wir. Ich weiß noch so wenig über euch. Ich könnte euch vielleicht nicht berühren, aber ich könnte euch doch sagen, was ich gerne mit euch anstellen würde. Ein bisschen Sextalk, ja, das ist doch süß. I like the sound of that. My turn. Ich glaube, er ist begeistert. Sehr schön. And that's a promise. On that note, I better head back to my bunk. You might not be able to touch me, but you've given me a lot to think about. Der Kalach macht die guten Einstellungen, die guten Entscheidungen, dass man immer eher Dings sich für das Gute entscheidet. Während die anderen beiden Mädels so ein bisschen, ja, die sind halt anders drauf, ne? Wollte ich fast sagen. Wir können mal eben gucken, wie das mit den aktuellen Stimmung ist. Da müsste doch Kalach recht hoch sein, oder? Nö, es ist eigentlich nur, es geht noch. Beziehung ist mittelmäßig. Okay. Hochelf hier, dann haben wir Schatten jetzt, ist auch mittelmäßig. Vertrauen des Charakters in den Avatar ist variabel, ist hier dasselbe. Und Gels mag uns absolut, beziehungsweise sehr gut. Charakter schätzen den Avatar und lässt dich leicht überzeugen. Ja, okay, sehr schön. Okay. Oh, guck mal, der Hund hat irgendwas. Aber ich kann nicht mehr mit Tieren sprechen, shit. What path lies before me? Mist. Sollte ich nochmal das Getränk nehmen? Wie viel haben wir denn davon? Das spielt gar keine Rolle. Wir wollten sowieso mit dem Frosch reden. Ergo muss ich das sowieso benutzen. Wo ist es denn da? So. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Was hast du denn da, Kratzer? Gib mal her. Ihm den Ball lassen. Das ist kein Ball, das ist ein Beutel. I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Ihn streicheln. So ein braver Hund, so ein braver Hund. Der ist der Beste. Aber er streichelt ihn wie ein Idiot. Echt. So streichelt man doch keinen Hund. Hallo? Silberlöffel? Hä? Wo ist es denn? Ball. I bet that'll fit in my pack. Nee, das ist es nicht. Silberlöffel? Ist es auch nicht, oder? Hä? Den Ball hatten wir doch schon mal. Siehst du, auf den Ball reagiert er nicht mal mehr. Was soll der Quatsch? Hier ist eine Salami. Die habe ich da hingelegt. Die gammelt schon seit einer Ewigkeit herum. Ja, was auch immer der Hund hatte, es ist nicht da. Hope you're keeping well, friend. Seltsam. Oder hat er es schon eingesammelt? Ist schon eingesammelt? Boah, ich bin so... Ein Silberlöffel war es auf jeden Fall nicht. Wir kommen wieder dahin. So. Wir haben noch eine Hand am Brust, genau. Und dann haben wir noch die hier. Da haben wir einen Knochen. Haben wir den gerade gefunden? Werfen wir einen Knochen zu. Hier, einen Knochen. Willst du einen Knochen haben, Kratzer? Und dann haben wir eine Schriftrolle Fluch. Verflucht eine Kreatur durch deine Berührung. Der Fluch bewirkt entweder einen Nachteil bei Würfeln und Rettungswürfen oder Angreifen. Lässt dich dem Ziel zusätzlichen Schaden zufügen oder bewirkt, dass das Ziel keine Aktion mehr ausführen kann. Ja, sehr schön, aber...
Entweder hatte ich hier noch irgendwie was rumliegen. Warte mal, wir sortieren mal eben kurz. Vielleicht sehe ich es dann eher. Es war ein Beutel oder nicht? Ich sehe aber keinen Beutel. Seltsam. Bin ich blind oder hat er wirklich nichts abgelegt und ich habe nichts eingesammelt? Oder war es wirklich die Schriftrolle? Hm. Also die Schriftrolle erinnere ich mich nicht, wo ich die gefunden haben soll. Egal. Egal, es ist hier nichts, ich sehe nichts, vielleicht war es ja die Schriftrolle. Wir gehen zurück. Lager verlassen. Ach so, dann sind wir hier, ne? Ja, nee, warte, wir wollten zuerst nochmal hier hin. Genau, denn wir müssen dem Frosch einen Besuch abstatten. Frosch. Frosch geschaffen. Zeigt uns den Weg, das irgendwie. Da, ne? Frosch, ja. So könnte man den Weg vielleicht auch finden. Ich tue mich nämlich immer schwer, die Karte zu lesen hier. Ja, wir kommen der Sache näher. Und wir haben immer noch mit Tiere sprechen, ne? Ja, sehr gut. Dann wollen wir gucken, ob der Frosch jetzt wieder normal ist. Verwirrter Frosch. Quack, quack. Na, immerhin sagt er nur noch Quack, quack. Very well. Hag is gone! Happy! Ja, super. Der Frosch ist glücklich. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Happy! Happy! Come! Present! Cool, der Frosch hat ein Geschenk. Lol. Ein Frosch. Was könnte das wohl sein, hm? Irgendein schimmeliger Pilz? Das kann ja nur Quatsch sein, oder? Hoppla, da habe ich vorher es liegen lassen. Boah, ich bin naiv. Die Fallen sind nicht mehr da, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, normalerweise hätten wir jetzt draufgehen müssen, oder? So, hier, was gibt's? Here, shiny! Shiny! Bye! Bye. Okay, cool. Gold, Täterfall, Hexenfall, Dunkelheit und Achas. Cool. Danke. Ja, sehr schön. Danke, Frosch. Oh, hier liegt noch was rum. So rather jaunty hat lying in the mud there. And a sword too. Someone must have been in quite the hurry to get out of this swamp. Die Fallen sind weg, oder? Jemand hier irgendwas zu sagen? Nee, ne? Nix. Oh shit, da sind doch noch Fallen. Shit, 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 shit. Ah, oh, ich bin so naiv. Wits and blades always sharp. Take two. I've got a long road ahead. Ah, Fallen, ey. Shit, ich dachte, die Fallen sind weg. War wohl nichts. Haben wir schon wieder einen Zauber verbraten. Okay, dann wollen wir eben noch in die Hütte reingehen. Denn normalerweise müssten ja jetzt... Nein, nicht die Tür... Ah, nicht die Tür zu machen. Normalerweise müssten ja jetzt auch unten alles wieder... alles wieder fit sein. Hoffen wir, gucken wir mal. Mal schauen, wie es hier aussieht. Oh Gott, die steht immer noch, da steht er immer noch rum. Also das, diese Zauber sind nach wie vor am Wirken anscheinend. Oh, Jesus Christus, Alter, das ist crazy, ey. Was für ein kranker Scheiß. Hier sind noch Masken. Können wir noch Masken mitnehmen, wenn wir denn wollten? Guck mal, der schreit nicht mehr. Ah ja. Is the hag gone? Ah ja, sehr schön. God, tell me she's gone. Oh, please. Sie ist fort, ihr seid in Sicherheit. May she burn in the nine hells.
the things she did, the things she made me do. Vile. Disgusting. Good gods! You're the one. The Mind Flayer. Das will ich verhindern. Seht ihr es immer noch? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich habe euch gerettet. Seid dankbar. No. The Hag's gift is gone, but it's going to happen. Soon. I saw you screaming, covered in your own insides as that thing bursts out of your skull. You change, skin ripping from your body, and then you butcher everyone. Everyone around you. Beschreibt es genau, wann soll es passieren? Ja, irgendwann. Ihr irrt euch, ich werde es aufhalten. You can't. I'm so sorry. Warte, nicht so schnell. Nicht so, was jetzt? Ah, okay, nicht so schnell. Wir sind noch nicht fertig mit dir, weißt du? Let's see. Es könnte sein, dass du rein zufällig was hast, was ich... Oh shit, er hat mich erwischt. Aber es spielt keine Rolle, dass er mich erwischt hat. Okay, sehr interessant. In dem Fall... Ach ne, die anderen können es nicht versuchen, ne? Okay. Versuch es einfach nochmal. Komm schon, schnell, schnell, nicht weglaufen. Komm schon. Das ist bescheuert, aber wir tun es einfach nochmal. Wenn wir keine Konsequenzen fürchten müssen, dann gib mir das. Und das gibst du mir auch. Ah, verdammt, der ist nicht so großzügig, aber hier spielt keine Rolle bei ihm. Wo willst du hin? Er rennt woanders hin. Aha, es gibt keinen Entkommen. Alles, was du hast, gehört mir. Besser bin cautious. Oh shit. Ich bin nicht im Schleichen. Warte. Lauf doch nicht so schnell weg. Komm, wir sind die besten Freunde. Du und ich. Und Tantchen. So, jetzt kannst du laufen, wenn du willst. Okay, was haben wir denn Schönes? Ja, den Leuten scheint es wieder gut zu gehen. Oder auch nicht. Wir werden es rausfinden. If you hurt Auntie, I'll cut out your eyes. Huh. Die sind nicht bedankbar. Auntie only wants what's best for us. Hm. Okay. Tja. Dann hätte ich sie auch töten können. Jetzt haben sie nicht mal mehr Waffen. Die sind nicht zu befreien. Ach, das ist echt traurig, oder? Das ist echt traurig, ey. Du kannst die nicht befreien. Von Edelsflüstern in Versuchung geführt. Shit. Was macht man denn dagegen? Was ist passiert? Tatja sagt Hallo, Schätzchen. Das sagt sie über all den Masken. Teil der Herde. Jetzt bin ich Teil der Herde. If you hurt Auntie, I'll cut out your eyes. Okay. Dann sind diese armen Figuren verloren. Weißt du was? Ich habe mich dazu entschlossen, die Masken doch alle mitzunehmen.
Und dann Folgendes damit zu machen, ab ins Lager. Ja, okay, dann hat sich das hier erledigt. Ich würde sagen, dann ist das hier vorbei. A thief who tried to steal from Auntie. Now the good little pet. Das ist wahrscheinlich einer von denen, ne? Eine Sanduhr. My gentle Lauren. Ja. He wished to know what was to come. Er ist aber jetzt frei. Das sind die anderen Opfer. Ja, was soll ich machen? Ich krieg die nicht raus, die Leute. Keine Ahnung, ob das irgendwie geht. Ja. Was hat sie mit noch auf sich? Gefährlicher Kessel? Jack. Jack, okay. Na gut. Dann würde ich sagen, alle in einer Gruppe. Die Gruppe ist wieder vereint und dann... Was ist da? Habe ich was übersehen? Ne, warte mal. Von da sind wir gekommen, ne? Warte mal. Was ist denn da? Da kommt man noch gar nicht hin. Oder ist hier doch ein Weg rüber? Wie sieht es hier aus? Ist hier immer noch schädliche Dämpfe? Ja, wir haben hier wieder den Bug. Mit den schädlichen Dämpfen. Oh, hier ist eine. Hier ist was. Hier ist eine. Okay, das wird interessant. All's well that ends. Not as bad. Ach Quatsch. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Hier sind schädliche Dämpfe, muss ich aufpassen. Ich muss irgendwie hier runterkommen und dann nach dahin laufen, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt müssen wir hier schädliche Dämpfe. Hier haben wir keine. Das kostet aber ordentlich HP. Schädliche Dämpfe kosten auch HP. Schädliche Dämpfe. Mal sehen. Also, wir können ja mal Folgendes versuchen. Onward in her name. Was könnten wir gegen schädliche Dämpfe haben? Du hast zum Beispiel das hier. Kostet uns aber einen Staubplatz der Stufe 2. Ich will jetzt nichts verbraten. Ich will nichts verbraten. Vielleicht habe ich was Einfaches, was auch hilft. Einfaches Gift? Quatsch. Giftresistenz vielleicht. Aber davon habe ich auch nicht so viel. Wäre also auch Verschwendung. Gegengift. Neutralisiert die Wirkung aller Gifte. Oder wir gehen das Risiko ein und leiden ein bisschen Schaden. Aber wir müssen vorher hier den Weg wenigstens bereinigen. Das dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein. Also, das erste, was wir machen müssen dafür ist, wir wählen eine Fackel oder irgendwas anderes. Habe ich irgendeinen Müll? Eigentlich nicht. Müll haben wir schon mal gar nicht. Also nehmen wir eine Fackel, werfen. Bäh. Okay. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ist das ein Bug oder was soll das hier? Hat das damit zu tun, dass man die schädlichen Dämpfe nicht sehen kann? Oh nein, wo läuft ihr hin? Ah, ich hasse es, wenn die sich durchverhalten. Richtig buggy.
Das ist so buggy, ey. Sorry, das kann nur ein Bug sein. Okay, speichern wir kurz. Und dann machen wir eben laden einfach. Laden den Speicher. Okay. Wir haben die unendliche Zerstörung ausgelöst. Jetzt kommen wir da gar nicht mehr hin. Egal. Soll mir egal sein. Nein, du kannst nicht. Es kann nicht egal sein. Es ist verbuggt und es nervt. Let's get going. We need to find a way forward. Hope this ends well. Wir lassen ihn aber richtig leiden jetzt, ne? Komm schon, es geht dir gut, Heidia. Du hast überstanden. Alles ist okay. So. Das ist zu hoch. Macht nichts, du hast den Springring. So, hallo. Ach Mist. Warte. Ich weiß schon. Also ich könnte mir was vorstellen, weil die Tür halt ein Gesicht hat. Die unendliche Zerstörung. Bam, bam. Ja, wir müssen hier leider durch den Bug durch. Hallo. Funktioniert das? Oh ja, es funktioniert. Cool. Cool. Schädel, Schädel. Was haben wir da? Ein ganzes Hündchen. Schweinelende, Hackebeil. Ein Schädel. Ja, ich würde sagen, no risk, no fun. Rein da. Und dann. Can't risk being in open view. So, wo sind wir? Silvanische Stein. Den können wir schon mal einkassieren. These boots have seen everything. Und das war's? Nicht. Was ist das hier? Ein Trugbild. Krass. Okay. Silvanischer Stein. Eine Fackel. Das kommt uns doch bekannt vor hier. Hier ist noch so ein Portal. Silvanischer Stein. Da ist noch einer. Ja, das kommt uns doch sehr bekannt vor hier. Wir sind wieder im Unterreich. Cool. Wir sind wieder im Unterreich. Was? Nachforschung? Was hast du entdeckt? Schädliche Dämpfe explodieren immer noch. Oh ne, ist das Game jetzt dauerhaft verbuggt? Guck mal hier, das ist ja... Der unendliche Bug des Jahrtausends, oder? Hat ein Wurf Nachforschung geschafft. Wie gut, dass mir das ins Auge gefallen ist. Was denn? Was ist dir ins Auge gefallen? Was ist dir ins Auge gefallen? Ich sehe es nicht. Sag's mir. Mach mal deine Fackel an. Ich sehen kann, was du meinst. Okay, ich sehe nichts. Ich sehe es nicht, sorry.
Wo genau in der Unterwelt sind wir denn gerade? Wir sind, ach, guck mal an. Wir sind da und wir könnten jetzt, es gibt hier keinen Weg runter, ne? Ne, es gibt hier keinen Weg runter. Du musst, wenn, musst du runterspringen. Und dann kannst du über die Pilzleiter hier theoretisch auch wieder rauf. Ja. Sehr witzig. Sehr witzig. Ja gut, ist nur die Frage, wo das Ding hinführt. Der Pilzring. Also, no risk, no fun, ne? Auf in den Pilzring. Der Pilzring hat mich nach unten gebracht. Interessant. Naja, sehr schön. Okay, wir hätten theoretisch einen neuen Weg in die Unterwelt. Wenn wir denn wollten. Wollen wir aber nicht. Wollen wir nicht. So, wir wollen... Ach guck mal, die haben alle Level abgekriegt durch die Aktion jetzt. Das ist so schön. Das, was wir wollen, ist auf jeden Fall erstmal zu den... Bei uns war es mein zerstörte Dorf. Da weiß ich auf jeden Fall, dass ich hier safe bin. Dann können wir die Mütze wieder aufsetzen. Zack. Dann holen wir die anderen zurück. Die amüsieren sich noch mit dem Feuer der Zerstörung. So, dieser Quatsch ist hoffentlich jetzt, hat sich erledigt. Dieser Bug ist ja voll nervig. So, wir hatten ein Ziel und zwar war das Ziel der Frosch. Nein, der Frosch war es nicht. Genau, wir wollen jetzt hier... Wir haben hier, findet die verschollene Ladung. Die Giznati-Geschichte gibt es, den Yankee. Und jetzt gibt es hier erstmal den... Ne, wir machen jetzt erstmal die... die Zombie-Lady, ach die Goblin-Lady. Ich glaube schon wieder falsch, das ist typisch. Immer erstmal falsch laufen. Genau, Goblinfrau. Das ist jetzt das nächste Ziel. Bin langsam. Erstmal speichern.